Ich möchte nicht böse sein, aber es schaut aus, als würdest du gerade masturbieren. Guten Morgen am Freitag, wir gehen jetzt einkaufen und dann Glas weg. Was müssen wir wegbringen? Irgendein Müll? Ja, Glas und nein, Dosen nur nicht. Irgendein Glasmüll bringen wir noch weg. Bunt und Weißglas haben wir. Und Leos Haare. Es ist was Besonderes mit ihnen passiert. Das seht ihr dann eh gleich. Und noch viel mehr. Du hast sicher wohl eine Schere, oder? Eine Schere? Ja. Ja, warum? Sag ich einmal. Jetzt schneiden wir die Haare. Schleichzeug. Boah, du bist so blöd, schau dir das an. Leo macht übrigens mit bei der Achselhaar-Challenge. Aber im Gesicht. Warte, ich muss sowieso mal einmal. Aber bleib ruhig da in der Sonne. Nee, ich muss da haken hier. Schlechter. Bitte öffnet wieder Schönbrunn. Weil da wird es echt voll werden. Wenn es richtig Sommer wird, dann wird es richtig voll. Wie war's? Naja, die Exekutive hat zugeschlagen, ne? Wir sind gerade kontrolliert bei worden. Bei wem? Nämlich bei mir, ne? Eh klar. Naja, das eine Video habt ihr eh gerade gesehen und dann sitzt man da zu dritt da und es ist ein bisschen aufgefallen, dass wir die einzigen oder sehr wenige sind, die was zu dritt unterwegs sind. Und dann hat sich da neben unser Polizeiauto eingepackt und hat noch einen Ausweis gefragt, hat gefragt, ob wir im gleichen Haus leben. Das haben wir natürlich bejaht, wie ihr ja wisst. Nur ist das Problem, meine Meldung ist nicht in der gleichen Wohnung, in der wir unsere Videos dran. Das ist nämlich der Genie-Wohnung. Und jetzt hat es da halt ein bisschen Reibereien gegeben, weil die halt gern gewusst hätten, wo ich wirklich wohne. Ich meine, das habe ich ihnen eh gesagt und haben es auch gesehen, aber das Problem ist halt, dass ich nicht dort bin. Sorry for that und wir haben uns bedankt für eine Arbeit, gell? Es ist gut, dass sie streng kontrollieren, aber es ist natürlich jetzt wirklich kritisch, da sollten alle draußen aufpassen, gell? Wo sie sich jetzt melden. Ja. Let's see, wie der Tag noch weitergeht. Spannend, mega krass, Alter. Und das ist einer der besten Longboard-Fahrer, obwohl er gerade auf einem Skateboard steht. Nice. Das ist irre, ey. So muss man jetzt reden, das ist die neue Distanz. Danke. Cool. Ich habe mir wieder was aus China bestellt, weil ich kann das nicht lassen. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Hey, ich bin wieder. Ich mag jetzt den Kaltbrot. Schau die Nocke auf. So, da brauchen wir ein bisschen Müll. Oben ist für euch schlechter, gell? Es ist ein halber Kilo. Willst du nicht weinen? Nein, ich hab mein Lebtag noch kein Rezept gebracht, mein Leben. Ja.
Ganz einfach. Nicht wahr? Ja, dann haben wir die erste Schicht auf der drüber haben und dann, ne? Eine Käsespätzle gehört vor allem sehr viel. Hey, hey, hey! Was könnte viel Käse? Ups! Was haben wir denn? Schau, geht das und gehen wir weiter und weiter, bis alles verkäst ist. Schau, 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 danke, mein Schuh. Von lauter Übermut. Schaut euch das an, das ist Hilfe, das ist Hilfe, das ist Hilfe. Schaut euch das an, schau. Mann, da kostet sich gleich mein Hilfe. Was ist das? Tasty. My milkshake brings all the boys to the yall and their lake is better than yours. My kids better bring all the boys to the yall. Jetzt ein Evening Workout. Und es hat eine Frage gegeben, ob wir da nicht noch ein paar Sachen sagen können. Die Genie sagt mir, die sind immer voll leibend und deswegen bin ich... Soll ich einmal im Schnelldruck auf den Sonnengruß machen? Oder bitte zeig uns einmal, wie du das normalerweise so anfängst immer. Also mit dem Yoga fange ich immer an. Mit Einatmen, Ausatmen. Fünfmal. Dann atme ich ein und stelle mich in den Baum. Der Baum, schaut, dass ich lang kann, schau beim Baum. Dann nimmt man das Bein und streckt es weg. Das zweite auch, zweites Bein. Dann wieder einatmen, setzen wir uns zurück, damit wir eigentlich von der Seite kommen. So setzen wir uns zurück und atmen, atmen, atmen in diese Position fünfmal. Und dann geht's runter. Wir schauen, dass die Beine die von gebogen sind, weil der Oberkörper flach ist dafür. Und dann atmen wir ein. Noch ein paar Mal atmen dann eigentlich und dann geht man nach vor in die Liegestützposition, dann hinuntergehen, kurz vorher abstoppen, hinaufgehen in die Cobra. So, noch nicht. Okay. Cobra, 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 Cobra. Dann, wenn man ganz stark ist, kann man sich von unten, aber ich kann das nicht, abdrücken. Raufschauen in den Hund, kann man auch mit den Beinen ein bisschen treten, treten, treten. Dann nimmst du ein Bein, kippst es nach Hause im Arabesque. Das wird die mir schon mal machen. Dann streckst du dein Bein hinauf gerade und dann nimmst du es nach vor. Lift es auf und dann kennt man eh diese wunderbare Dehnungsübung. 5 Atemzüge hier langsam, 5 Atemzüge hier mit dieser Abstützung langsam. Dann stellen wir uns in der Mitte gerade, 5 Atemzüge hier. Dann das hintere Bein ausstellen. Das vordere bleibt nach vorne gerichtet. Der Oberkörper ist gerade nach vor. Und wir gehen in die Krieger. Dann kann man da direkt nach dem Krieger das vordere Bein auch gerade strecken. Geht dann so runter, dann hinten möglichst gerade. Auch immer die 5 Atemzüge achten. Dann gehen wir in die Mitte, dann genau, runter. Und dann wechselt man auf die andere Seite. Direkt nachdem, dass man wieder zusammengeht. Und dann das Ganze von vorn startet und mit der anderen Seite anfängt. Und das ist ein Durchgang. Am Schluss mache ich dann immer noch diese Dehnung, wo man das vordere Bein so hingibt und das hintere raus. Und dann nimmt man noch das Bein da dazu. Dann auf der anderen Seite, dann die Dehnung mit hier, dass wir nach vorn liegen, mit Beinwechsel. Und dann diese Dehnung. Die Dehnung in der Breite im Spagat, auch sich nach vorlegen. Dann haben wir noch die Kerze. Genau, in der Kerze ist sehr wichtig, dass man sich mit den Händen stützt. Genau, hier. Den Rücken stützt. Wenn man dann advanced ist, kann man dann auch runterheben und dann langsam abrollen. Und dann hat man einmal alles ein bisschen gemacht. Cool, danke. Gib mir die Packung. Nein. Gib mir jetzt die Packung. Gib mir jetzt die Packung. Warum? Was willst du? Gib mir's, ich nimm's du nur weg. Nein. Meine! Bibi, ich liebe dich. Bibi, warum bist du so böse auf mich? Wieso bist du so? Oh Mann, ich scheiß auf dich, ey. Ich scheiß total auf dich. Leo, zeig mir, wie wir reagieren, wenn der Typ unter unserem Fenster raucht. Ah ja, da ist einer. Na warte mal, der raucht da drunter. Ich rieche das, ne? Ja, ich auch. Und ich lüfte halt gern, nicht? Und dann siehst du das Fenster offen und auf einmal riecht es noch Chick. Ja, als ob du nie Chick rauchen darfst, gell? Ja, oder? Chick rauche ich keine, ne? Mit Tabak. Und dann stehe ich meistens so her und tue so.
einmal über oben geschaut, dann schaut er immer recht auf. Und dann raucht er aus und er geht wieder. Also helfen tut gar nichts, aber ich glaube, dass er sich ein bisschen verarscht fühlt. Belästigt. So mache ich immer. Cool, gell? Der Leo ist sowieso fesch benannt heute. Wo ist denn mein Säckel? Ich fäschen meine Schuhe. Er hat meine Schuhe gestohlen und deswegen habe ich meine neuen Binken. Das sind meine Schuhe. Die hast du mir ruiniert mit deinen Füßen. Wie willst du mit meinen Füßen was ruinieren? Mit meinen zarten Engels. Die sind total schief jetzt, nämlich mit die Schuhe. Meine zarten Engels latschen. Die sind jetzt nämlich schief. Danke. Aber zumindest hat er mir die Ersatzschuhe gekauft. Ich warte das Sport. Immerhin, Dedo. Danke für den Ersatz. Bitteschön. Hallo. Hallo Couscous. Couscous-Salat mit getrocknete Tomate. Ja. Schafkäse. Ja. Rucola, Jungzwiebel. Ja. Schau dich das an! Und ein paar Kichererbsen. Neues Projekt, Leute. Ich kann jetzt ja nicht so viel in die Sonne, also wenig, nur kurz mal für einen Lauf und dann schnell wieder heim, weil man soll auch nicht draußen irgendwie ewig abhängen oder so. Und es sind eh schon viel zu viele Leute, weil die großen Parks wie Schönbrunn geschlossen haben. Deshalb, ich habe gerade Haare gewaschen und ich krieg, ich nenne es immer mein Winterhaar, ja? Wie ihr seht, das ist ein dunkleres Blond hier und hier ist voll das helle, Schatz. Das ist der Vergleich so, wie hell eigentlich mein Blond unten war. Der Grund dafür ist, dass die Sonne, also ich war auch im Herbst, also bis November noch in Mexiko, da hat meine Sonne, die Sonne und das Meer schön meine Haare gebleicht. Seht ihr, bis da unten kommt es dann auch nicht mehr so gut rein. Aber jetzt geht's nicht, dass ich meine Haare in der Sonne bleichen lasse. Jetzt habe ich etwas Gutes, oder ich hoffe Gutes, und zwar so eine John Frieda Go Blond Geschichte. Da muss man zuerst sich die Haare schön kämmen. Jetzt kommt dieses Go Blonder von John Frieda. Und das soll man dann mit dem Föhnen, wird das dann angeblich alles heller. Ich sprühe mir das jetzt hier auf den Ansatz. Ich hoffe, das stimmt. Da gibt es auch dann ein Shampoo vorher, das man benutzt, dass das dann vorbereitet wird. Das habe ich eh genommen auch, schaut gleich aus. Und jetzt schalte ich den Föhn ein. Also noch sehe ich da nichts, aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal so ein, zwei Wochen. Und dann schauen wir mal, wie von der Sonne geküsst ich ohne die Sonne sein kann. Ich halte euch am Laufenden! Gleich mit unseren Freunden virtuell und wir haben schon alles vorbereitet. Ein Samstagabend, wie sich gehört. Happy Saturday, kann ich mal sagen. Quarantäne Saturday. Mezcal, Zitrone, Wurmsalz und zwei Ramina Spätlese. Weingläser. Ich finde schon, dass du mit Parfum nicht riechen kannst. Ade Corona. Und ja. Ich habe heute oben ein wunderbares Parfum namens Rue de la Gac. Die Welt ist nicht böse, oder schaut aus, als würdest du gerade masturbieren. Oh, mein Devil, oh, oh. Reges Treiben, würde ich sagen. Deswegen haben wir uns für die knockerte Straßen entschieden und nicht für die belaufene. Die Geräte waren gestern noch nicht abgesperrt, ab heute schon. Die Polizei kontrolliert ja fleißig. Hallo, na, alle Dude. Grüß Gott. Das war der Weekend-Vlog Nummer 2 von uns. Das war das zweite Quarantäne-Wochenende. Und ihr habt ja gesehen, wir hatten Schoko, Ängste, also besser gesagt ich. Und ich bin schon bestraft worden. Ich habe jetzt schon eine Gastritis vor lauter Schokolade fressen. Ich glaube nicht, dass man die Schokolade dran schuld, weil es war sicher der Schweinsbroten, der faschierte Broten, dann der andere Broten. Ich habe einfach sehr viel und sehr fettig gegessen und ich esse immer sehr viel, aber so fettig zumindest dann nicht. Aber also wenn ihr ein Rezept haben wollt für besonders gelungene Gastritis, dann kocht so alles nach, was wir die letzten paar Tage gekocht haben. Genau, und esst am besten richtig, richtig viel davon, so wie von den Cashbässe, so 10 Portionen ungefähr. Und dann geht es richtig gut. Ansonsten bin ich gespannt auf die Woche und ja. Du musst morgen wieder arbeiten, gell? Oh Gott, Leute, ab morgen geht's bei mir los mit Homeoffice, bei Krone Hit, Verkehrsredaktion Homeoffice für 2 Wochen und ich bin so gespannt, wie das wird. Und ich glaube, das wird eine Herausforderung für uns. 8 Stunden am Tag daheim in der Homeoffice sein. Wir werden es euch zeigen, was abgeht. Und wir haben natürlich noch Challenges. By the way, was ich euch jetzt verkünden darf.
Verkünden! Ich werde eine Challenge machen. Also es gibt, wie viele Challenges haben wir jetzt da schon? 100.000. Meine Achselhaare kommen bald zum Vorschein, aber ich lasse noch ein bisschen gedeihen. Wenn wir 200 Abonnenten haben, also teilen, die Videos, teilen die Vlogs, teilen den Kanal, liken, teilen und verbreiten. Dann friss ich ein ganzes so Glasel eingelegten Knoblauch aus. Why are you here? Why would you do that? That's not funny at all. Das sind also 20, 25 Zeichen, friss ich so aus. Also wenn ihr das sehen wollt, das ist Challenge Number 1. Ich glaube, wir werden noch ein paar crazy Challenges machen. Es wird krass. Bleibt gesund. Gesund bleiben, daheim bleiben, durchhalten.